Hey, ich bin Dennis von Josef M. und wir sind hier bei der Tanzschule Buchenwäldchen in Iserlohn. Und heute sprechen wir mit euch in der Sendung über Tanzen. Und ich würde mal sagen, jetzt gucken wir mal, was ich hier so tanztechnisch lernen kann. Ne? Kommt mal mit. So, jetzt habe ich hier keine Ahnung, wie lange Cheerleader-Übungen gemacht. Ich spüre schon Muskeln, wo ich gar nicht wusste, dass ich die hatte, unter uns gesagt. Und ich stehe jetzt hier gerade mit meiner Trainerin hier. Hallo erstmal. Hallo. Der Dennis ist ganz fleißig gewesen. Das wollte ich gerade fragen. Wie bin ich denn gewesen? Wie habe ich mich angestellt fürs erste Training? Also erstmal sowieso sehr motiviert. Unter lauter Frauen und unter lauter Mädels hat er einen richtig, richtig tollen Job gemacht. Man merkt den Hip-Hopper, man merkt den Tänzer. Ich bin super stolz auf ihn und total zufrieden und ich hoffe, dass er wiederkommt. Habe ich denn das Zeug zum Cheerleader? Du hättest auf jeden Fall das Zeug zum Cheerleader. Wie man weiß, gibt es auch männliche Cheerleader. Du wärst ein super, super Tänzer dabei. Du wärst ein super Stunter wahrscheinlich, beziehungsweise wärst ein super Bass, der seine Mädels vielleicht auch ein bisschen durch die Gegend tragen oder heben könnte. Ich weiß bloß nicht, ob es für das Röckchen reicht. Oh, ich glaube, besser nicht. Falls ihr es gerade gehört habt, ihr könnt ja schon mal sparen für Weihnachten mit einem Pompon schenken. Ihr wisst ja, also, falls ihr eine Inspiration braucht, jetzt habt ihr sie. Noch ein Tipp, was kann ich dir verbessern fürs nächste Mal? Du müsstest noch ein kleines bisschen an deiner Power in den Arm arbeiten. Man merkt halt den Hip-Hopper in dir. Hip-Hopper sind sehr locker, flockig in all ihren Bewegungen. Und Cheerleader sind halt sehr scharf und haben sehr harte Bewegungen. Und daran könntest du noch was tun. Okay, nicht so guter Letzt, jetzt nachdem ich den Knoten mit der Zunge gelöst habe, eine Cheerleader-Weisheit. Smile. Immer lachen, immer lächeln, auch wenn es weh tut. Okay, haben wir uns gemerkt. Also vielen Dank.